Willkommen zurück, nach langer Zeit mal wieder, zu Let's Play Pokémon Kristall. Ich weiß gar nicht, ob wir den Orden schon haben. Haben wir das beim letzten Mal gemacht? Ja, oder hatte ich da nicht voll den Rage-Mode? Jemand eine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen? Ja, ich hätte da vorher nochmal nachgucken müssen, tut mir leid. Nationalpark. Stimmt, wir könnten ja noch mal oben in die Turmruine gehen. Nö, da kam. Ich habe gedacht, vielleicht kommt irgendjemand auf uns zu oder so, aber nö, nö. Waren wir hier schon? Nee, ne? Hier geht's doch zu dieser Arena mit diesem Drecksmiltank. Nee, das hatte ich schon gemacht. Oder? Ja, es geht nicht zur Arena, sondern wir kommen jetzt hinten zu dieser Farm. Mit der kranken Kuh. Ah, wir gehen jetzt einfach erstmal hier lang. Hallo, du bist bestimmt so nett und zeigst mir deine Pokémon? Nein! Nein, geh weg! Geh weg! Zu spät. Warum werde ich eigentlich immer von so vielen Leuten angegraben? Hab Spaß. Voll süß. Und voll tot. Na, fast. Jetzt aber tschüss. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof, wenn das Viech jetzt irgend so ein Pflanzengedöns einsetzt, aber macht es nicht. Haha, doof. Also von Schönheit, keine Ahnung, wie der ist. Jutta! Ich bin froh, dass ich deine Pokémon sehen durfte. Nein, Mann, wir haben dich weggeklatscht. Oh, Mama. Boah, wie im echten Leben. Hi, Yasu, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Es ist in deinem PC, es wird dir gefallen. Hörst du bitte auf, mein Geld für irgendeine Kacke auszugeben? Danke. Wenn ich Pokémon sehe, scheint mich das zu entspannen. Okay. So, da oben ist so ein Matrose, also müssen wir jetzt hier den lieben Vegeta einsetzen. Hallo. Ich war im Ausland, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Alle 3598 oder wie viele es jetzt gibt. Matrose Pierre. Schick. Elino in den Kampf. Elino ist süß. Und gibt echt wenig Erfahrungspunkte. Deine Fähigkeiten sind Spitzenklasse. Ja. Alle Menschen auf! Der Welt leben glücklich zusammen mit dem Pokémon. Ja, geht so, ne? Hoch. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen. Gibst du mir bitte einige Ratschläge? Ja, verpiss dich. Boah, ich bin schlecht gelaunt heute. Nein, eigentlich nicht, aber ich bin gerade in der Stimmung, unhöflich zu allen Leuten hier zu sein. Rosemarie, oh, du warst aber auch kein Wunschkind. Habe ich irgendwas Sinnvolles, was man gegen Vati einsetzen kann? Ich glaube nicht. Na, bleiben wir hierbei. Passt schon.
Anton. Ach ja, da können wir auch Vegeta lassen. Anton. Ach, warum ging das denn jetzt daneben? Ich verstehe. So kämpfst du also. Ich kenne etwas sehr Bekömmliches. Die Milch von der Kumu-Farm ist bekannt für ihren guten Geschmack. Du kennst dich gut mit Pokémon aus. Nach den Kämpfen bekomme ich Items und manchmal sind es viel zu viele. Wenn du möchtest, kann ich mit dir teilen. Gib mir deine Nummer. Ja, na gut. Ah, nur weil du so einen doofen Namen hast. Wenn ich das nächste Mal was nach einem Kampf bekomme, teile ich mit dir. Bin ich ein schlechter Mensch? Nein. Jetzt probiere ich was aus, das ich heute gelernt habe. Das ist so ein Schüler, ne? Ja, Schuljunge. Lutz. Ach, guck mal. Ich hätte auch gern so ein Pantimus. Es müssten mal wieder die Fenster geputzt werden. Ich dachte ja immer, das ist so voll die Ausbeute, aber ich glaube, der Pantimus von Ash seiner Mutter macht es wirklich gern. Außerdem sieht er voll süß aus mit der Schürze. Hui! Brauchen wir Synthese? Oh, nein, 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 nein! Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe einmal zu oft auf A gedrückt. Fuck! Na toll, ich wollte mir eigentlich angucken, was ich noch habe und ob irgendwie so Heuler oder sowas dabei ist. Puh! Ja, ja, nerv mich nicht, blöder Kerl. Wegen dir habe ich jetzt meinen Tackle verlernt. Mann, das ist aber kacke jetzt gerade. Ich hätte nämlich Reflektor genommen. Jetzt habe ich keine Normalattacke mehr. Jetzt habe ich nur eine einzige richtige Angriffattacke. Jetzt muss ich gucken, was ich für TMs habe. Nee, mit dir, Bitch, kämpfe ich jetzt nicht. Ach, wie viele Trainer sind hier denn noch unterwegs? Ich fahre jetzt mal eben wieder zurück. Hallo. Hey Yasu, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad rumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du es behalten. Herzlichen Dank. Gern geschehen. Außerdem ist es bestimmt gefährlich, während man Fahrrad fährt, zu telefonieren. Boah, warum passiert mir sowas immer? Nein. Ich meine, irgendwann lernt er ja noch Dingensbummens hier, Body Slam, aber... Okay, auch nicht wirklich was Ordentliches dabei. Nee. Das kommt davon, weil dieser Text immer so langsam ist. Meine Pokémon und ich sind wunderschön, nicht wahr? Tiffy, oh Gott!
Und der Pokémon sieht auch noch aus wie so ein Tiffy-Pokémon. Wir trinken täglich Kumomilch. Kumomilch ist gut für die Schönheit und Gesundheit. Aber leider kann man immer nur eine Flasche kaufen. Pro Tag? Pro Person? Oh, das ist ein Trainer. Okay. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben. Ich dachte, das ist hier irgendjemand, der zur Farm gehört, aber offensichtlich nicht. Psycho André. So, nach dem nächsten Level-Up muss Vegeta aber mal weichen und jemand anders den Vortritt lassen. Okay. Hey, deine Pokémon sind sehr fähig. Ja. Nur ich nicht. Du weißt von den unterschiedlichen Pokémon-Fähigkeiten? Bei den Menschen ist es ganz ähnlich. Jeder hat unterschiedliche Talente. Ja, ich weiß. Das sieht nicht mal annähernd aus wie ein Miltank. Ich glaube, hier lag irgendwo was. Ha! Sag ich doch. Mein Miltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde. Glaube ich zumindest. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Wenn uns unser Miltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Miltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Sein Ruf ist schwach. Oh, naja, aber zwei hat es immerhin schon. Das ist besser als nichts. Genau der richtige Moment, um mit Pikachu anzufangen. Keine Ahnung. Wir haben noch eine Minute, das wird doch nichts. Naja, aber andererseits kann Vegeta nicht mehr paralysiert werden, weil das ist er schon. Ach komm schon, wir haben nur noch eine Minute. Ach, fick dich, Spiel, ernsthaft. So, ja, danke, vielen Dank. Schnell, schnell, schnell. Sönke. Ich hatte keine Zeit, mit Pikachu zu prallen. Ja, Pech. Das war's. Bis dahin.